Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. Im letzten Run sind wir mit Maggie eigentlich ganz gut durchgekommen. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her, muss ich zugeben. Irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde oder so. Der lange Isaac-Morgen geht weiter und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den nächsten Charakter und versuchen, so weit zu kommen, wie wir es denn schaffen. Also, Maggie haben wir. Mom's Heart zumindest. Das Kane ist nicht freigeschaltet. Das heißt, im Prinzip ist bei mir jetzt erstmal Judas als nächstes dran. Das heißt, es könnte ein etwas interessanterer und vor allem komplizierterer Run werden als beim letzten Mal. So, wir gehen erstmal nach oben, weil warum nicht? Haben natürlich eine Menge Schaden direkt zu Anfang. Das ist ja immer ganz schön. Und schauen mal, was uns denn dieses Mal vor allem auch wieder an neuen Sachen entgegenkommt. Ich bin total gespannt. Ich finde das immer wieder cool, neue Sachen zu finden. Die sind nicht neu, sondern die sind nervig und doof. Wir haben übrigens gleich direkt am Anfang 3 Münzen. Das ist mit Judas natürlich immer so die Sache. Die werden mir nicht so viel helfen wahrscheinlich, um Kane freizuschalten. Wir brauchen ja noch 55 Münzen mit Kane. Da machen 3 natürlich den Kohl wahrscheinlich nicht fett am Ende. Aber, oh, da kommt noch einer von der anderen Seite. Den möchte ich möglichst schnell wegbraten. Und es ist zum Glück auch kein Körper rausgekommen. Das hätte sonst tatsächlich noch Probleme geben können. Wir haben natürlich keine Bomben und Schlüssel am Anfang dafür, die 3 Münzen. Da ist aber schon direkt ein Schlüssel. Nicht, dass wir den auf dem ersten Stockwerk brauchen würden, aber hey. Haben oder nicht haben, immer gut. Das Herz, da bringt mir natürlich gar nichts. Oh, guck mal. Ein Petrified Poop. I feel lucky. Jo, und da gibt es sogar ein Herz. Das heißt direkt HP ab. Mit Judas gar keine schlechte Sache, meiner Meinung nach. Wir müssen natürlich auch noch schaffen, 2 aufeinanderfolgende müssen es, glaube ich, sein. 2 Stockwerke ohne Schaden zu nehmen zu schaffen. Da ist grundsätzlich Judas ein kleines bisschen prädestiniert für, weil man das sowieso im Prinzip schaffen muss. What the? Das wird ja schlimmer. Also nicht nur, dass die so einen Mist machen, die schießen dann auch mit explodierenden Schüssen. Zur Hölle, absolut zur Hölle mit den Viechern. Okay, aber das hat dann noch funktioniert, die waren ja nicht schön. Man darf halt zumindest nur nicht zu nah dran stehen, das ist eigentlich das Wichtige an denen. So, und dann geht's direkt zum Boss. Littlehorn, den hatten wir letztes Mal schon. Nehmen wir das Book of Belial mal. Und bemühen uns, was zur Hölle? Das hat er beim letzten Mal noch nicht gemacht. Oder zumindest ist es mir, wenn nicht, aufgefallen. Irgendwie tut er gerade nicht viel. Aber er baut natürlich Bomben. Das ist relativ fies bei dem. Oh, der Pageant Boy. Ist jetzt nicht unbedingt ein total wichtiges und tolles Item. Aber mehr Geld für den guten Kane freischalten kann ich schon. Jetzt habe ich das schon wieder weggedrückt. Dammit. Burning Basement. Ja, gucken wir mal. Oh Gott, oh Schande. Hier spawnen dann natürlich auch... Ich glaube, der explodiert. Ja, er explodiert. Hier spawnen, glaube ich, dann auch eher irgendwie diese Typen hier mit schon Feuer dran. Das ist natürlich... Au! Blöd. Das war vor allem jetzt blöd, weil das war wieder ein Teil meines Samson-Freischaltens, der da nicht funktioniert hat dadurch. Schade. Aber gut. Burning Basement ist auch fies erstmal. Zumindest, wenn man nicht so die tollen Items hat. Ich meine, okay, ne? Burning Basement geht. Aber ich habe ja immer Probleme mit diesen brennenden Hüpfertypen. Also ich habe sowieso immer Probleme mit den Hüpfertypen, ne? Und die brennenden sind dann natürlich noch schlimmer. Vielleicht können wir aber durch den Petrified Poop und das Geld, das wir dann hier durch den ganzen Poop kriegen, werden, hoffentlich. Das hätte ich vielleicht noch gar nicht einsammeln sollen. Die Chance ist halt ziemlich hoch, dass da irgendwas drin ist und Geld ist halt das Übliche. Können wir dann vielleicht wenigstens den guten Kane freischalten? Sollte mir dann vielleicht auch auf den ersten Stockwerken noch nicht unbedingt irgendwas kaufen. Das lohnt sich dann nämlich nicht, beziehungsweise wir können geplanterweise dann später noch genug kaufen. Aber versuchen erstmal den Rest zu sammeln. Ich glaube, das mache ich auch gerade. Ich bin auf dem zweiten Stockwerk, habe schon 28 Münzen. Einmal die Infestation, ja, warum nicht? Das Problem ist, ich habe nicht so viel Leben mit dem guten Judas, dass ich mir leisten könnte, wahnsinnig viel Schaden zu nehmen, damit irgendwelche Viecher spawnen. Also macht das ja sowieso, also zumindest ich mache das für gewöhnlich nicht unbedingt, damit irgendwas spawnen, sondern mehr, oh damit, ich habe Schaden genommen, aber wenigstens kriege ich jetzt noch was davon.
habe ich noch irgendwas davon. Aber ist natürlich mit Judas trotzdem mal so eine Sache, ne? Wer will das schon? Wer will schon Schaden nehmen? Vor allem dann noch mit einem Charakter, der sowieso nicht so viel Leben hat. Was zum? Was sind das denn für Fliegen? Die sind ja... Die sind ja fürchterlich. Geht weg. Die sterben nicht mal. Die fliegen einfach in einem großen Pulk auf mich zu. Okay. I see. Habe ich verstanden. Moment, da oben gibt es einen blauen Stein. Na gut. Okay. Mehr Münzen. Nehme ich natürlich gerne. Da ist der Boss schon. Will ich direkt zum Boss? Nein, eigentlich noch. Wobei. Doch, ich gehe schon mal zum Boss, weil dann kann ich das Buch schon mal benutzen. Es ist The Haunt. The Haunt ist ja auch nicht unbedingt so mein Bossgegner. Der gefällt mir auch immer nicht so, weil ich da durchaus immer ein bisschen viel Schaden nehme. Weil ich zu blöd für den bin, sollte man natürlich dazu sagen. Weil ich dann da oben hingehe. Ich schieße ihn ja irgendwie immer so komisch von der Seite an, damit ich von dem Laser nicht getroffen werde. Genau das. Ich bin sonst nämlich immer sehr anfällig für den komischen Laser von ihm, weil ich da irgendwie zu dämlich bin auszuweichen. Was haben wir denn da? Speed und Damage Up. Die Growth Hormones kriege ich auch im Moment in ungefähr jedem Run. Ich weiß gar nicht, welches von den Dingern das ist. Ich überlege, ob ich es habe. Ich will das haben. Ich nehme das einfach mal mit. Evil Up. Missing Page Nummer 2. Das ist ganz schön. Nehmen wir mit. Kriegen wir zumindest ein schwarzes Herz wieder für. Das ist mir auch ganz lieb. Das nehme ich gerne und dann passt das schon. So. Hier ist nichts, außer ein bisschen Feuer, das mir leider nichts bringt, weil nichts drin ist. Schade. So, was haben wir denn hier noch so? Da hinten geht es zumindest noch nach unten. Ich nehme an, hier geht es nicht weit. Hier muss noch irgendwo ein Shop sein, da ist er auch. Und da ist ein Boss-Challenge-Raum, der ist natürlich ganz schön, weil ich da auf jeden Fall reinkomme. Moment, das ist gar kein Shop, oder? Das kann kein echter Shop sein. Der Shop ist da hinten. Hier gibt es so ein Ding mit zwei... Ich gehe erstmal hier rein. Machen wir erstmal das tatsächlich auf. Für die Münzen nehme ich das auch gerne. Oh Gott. Nehme ich das gerne mit. Das sind die Girlings zweimal. Das ist natürlich. Ich habe nicht so viel Damage gerade. Also es geht. Ich habe leider das Buch noch nicht wieder aufgeladen. Wer oder was ist. Achso, ist es Pin. Au. Dammit, ist es Pin. Das war schlecht. Das war ziemlich schlecht. Ich habe natürlich überhaupt nicht gesehen, was es ist oder wer es ist. Also, ich hätte mir denken können, dass er es ist, aber ich war zu blöd. So, was haben wir hier? Jo, für einen Schlüssel drei Chests nehme ich natürlich mit. Ich denke, das lohnt sich. Ich hoffe, da ist zumindest ein Schlüssel wieder drin, damit ich nicht auf dem nächsten Stockwerk unter Umständen keinen Schlüssel habe. Das wäre sehr traurig. Das ist die Left Hand, ne? Nee, das ist die Monkey Paw. Will ich aber gar nicht haben. Ich nehme den Petrified Pooper da mit. Naja, toll, Telepillen. Telepills. Sehr schön. Aber ich brauche trotzdem, oder ich möchte zumindest noch die andere Pille haben. Wer weiß, was es ist. Es ist eine Powerpill. Schade. Ich sollte nicht die Pillen vielleicht nicht immer direkt benutzen. Das ist ja meine übliche Vorgehensweise, damit ich nicht in Kämpfen dann möglicherweise irgendwas richtig Bescheidenes kriege. Aber so, wenn es natürlich so neue Sachen wie die Powerpille gibt, dann ist das wahrscheinlich nicht so clever, die immer direkt zu benutzen. Würde ich zumindest einfach mal so sagen. Also da können halt ziemlich coole Sachen dann durchaus da drin sein. Naja gut, wir sind zeitlich sogar noch ganz gut dabei. Da unten kann ich jetzt, oder sollte ich vielleicht nicht unbedingt reingehen. Was zum? Ich habe überhaupt keinen Schlüssel, aber es wäre cool. Vier Dingens direkt. Das ist viel, das ist eine Menge und das ist gut. Die würde ich tatsächlich ganz gerne haben eigentlich. Wobei ich natürlich auch zwei Bomben brauche, um zwei davon aufzumachen. Das ist dann noch die Frage, ob das Sinn macht und sich lohnt. Wobei man möglicherweise zum Beispiel mit einer Tower-Karte oder so da ein bisschen was dran drehen könnte, wenn man denn eine finden würde. Das heißt, das sollte ich auf jeden Fall irgendwie im Hinterkopf behalten, dass man da möglicherweise noch ein bisschen was kriegen kann. Schauen wir mal, ob sich das noch irgendwie lohnt. Ich finde es interessant, dass jetzt auch solche Räume, wie zum Beispiel der Challenge-Raum, interessant gemacht wurden durch zum Beispiel sowas. Fies ist natürlich, wenn das passiert bei sowas wie dem Itemraum, und das kann passieren, wie wir ja schon gesehen haben, dass im Itemraum irgendwelche Sachen tatsächlich noch freigebombt werden müssen, was natürlich richtig gemein ist. Weil der Itemraum ja normalerweise immer das Einzige ist, was... Die sehen irgendwie anders aus. Die sind schneller, ne? Ich habe das Gefühl, die sind schneller. Sterben aber auch schneller. Wobei, ich weiß nicht, ich bin natürlich Judas, ich mache mehr Schaden.
Wahrscheinlich liegt es eher daran. Naja. Also, ne, normalerweise ist der Itemraum eben immer gerade schön das, wo man halt nicht irgendwie drauf achten muss, noch was außer dem Schlüssel zu haben. Und wenn das dann... Au. Wenn das dann nicht funktioniert, ist das natürlich immer doof. Okay, das hätte zum Beispiel doof ausgehen können. Ich behalte natürlich das Buch, ich möchte aber hier... Bumm, da hätte was Cooles drin sein können, wie irgendwelche Pillen oder so. Waren natürlich nicht, aber hey. Oh. Geld. Ich bin blöd, ich hätte das Ding zum Freisprengen in dem Challenge-Raum benutzen können. Ich meine, ich hätte trotzdem noch einen Haufen Schlüssel gebraucht, damit sich das irgendwie lohnt, aber... So, erstmal bitte den, weil der auch zur Seite schießen kann. Alle anderen schießen ja eh irgendwie nur so diagonal, das ist mir ja wurscht. Die treffen mich ja dann sowieso nicht. Ah. Aha. Funktioniert prima. Wir haben leider nicht mehr allzu viel Leben, ne? Also Maximalleben vor allem. Das ist irgendwie problematisch. Ich könnte mal wieder einen HP ab oder sowas brauchen. Komm, wir machen erstmal gerade den Boss. Solange wir das Buch sowieso haben, der Mega-Fetti. Das ist nicht gut. Der könnte sogar tatsächlich problematisch werden. Ich mag den überhaupt nicht. Mache mal tatsächlich das Ding schnell. Sollte ein bisschen zumindest in Bewegung bleiben. Springt er langsamer als früher? Ich habe das Gefühl, der springt langsamer als früher. Da ist er nicht langsamer gesprungen als früher. Okay, er springt manchmal langsamer als früher. Aber nicht immer. Auf damit. Das ist ja widerlich. Ah! Stirb! Ah! Kabam, uah. So, ein bisschen Speed gibt es dafür noch. Ich brauche kein Speed, ich bin schon so schnell. Oh, jetzt bin ich wieder viel zu schnell. Hier waren wir natürlich noch nicht. Böser Raum. Ich treffe den nicht, ohne quasi direkt da dran zu stehen. So, wir wollten tatsächlich kein Geld ausgeben im Shop. Auch wenn es sich wahrscheinlich gerade hart lohnen würde. Und ich die Items, die es da gibt, wahrscheinlich ziemlich gut gebrauchen könnte. Naja, okay, muss es erstmal so gehen. Ist das eine von denen, die schießt, wenn sie sterben? Jo, ist es. Ist aber egal, okay. Nee, die sind auch fies. Das ist ein, da kann man nicht viel ausweichen hier in diesem Raum. Das ist schlecht. Autsch. Goddammit. Das ist ganz, ganz ungünstig. Ich mache mal hier oben. Das ist perfekt. Sowas. Das ist sehr, sehr gut. Da hinten ist noch der... Nee, da gehe ich lieber nicht rein. In den starre Raum. Ja, okay. Ich möchte meine Schlüssel nicht dafür benutzen, in dem Challenge-Raum dann auch eine Menge aufzuschließen. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Wir gehen lieber weiter, bevor wir am Ende nicht mehr genug Schlüssel für irgendwas haben. Vor allem, weil der Challenge-Raum auch ein bisschen gefährlich gerade ist. Ich habe es wieder weggedrückt. Ich bin blöd. Und wir auch aktuell tatsächlich gerade noch ganz gut eine Full-Health-Pille. Na toll. Weil wir tatsächlich zeitlich auch aktuell noch ganz gut aussehen. Das heißt... Macht schon Sinn. Böse Spinne. Die geht, die ist nicht so schlimm. Die andere ist schlimmer. Ich töte vor allem die Spinnen gerade mit einem Schuss. Das ist also okay. Die normalen kleinen. Dann habe ich da keine Probleme. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich vielleicht das Buch benutzen soll. Macht aber an der Stelle wenig Sinn. Da komme ich leider nicht dran. Das heißt, ich lasse das erstmal so. Ja. Ist das eine explodierende oder ist das eine, wo ein Schlüssel rauskommt? Die Larve da. Oh, es ist eine, wo ein Schlüssel rauskommt. Vielleicht hätte ich das eben doch machen sollen. Den Challenge-Raum. Hätte natürlich viel Zeit gekostet, aber... Oh. Hallo, Glatteni. Da benutzen wir doch das Buch einfach mal. Hallo, Glatteni. Hehehehe. Hässliches Glatteni. Leider... Ja, komm, whatever. Ich nehme es direkt mit. Ich bin sowieso... Hab nur ein komisches Leben. Schande. Nur ein komisches Leben. Oh, er hat es mir aber frei gemacht. Das ist doch sehr freundlich von ihm. Er hat es genau so gemacht, dass es funktioniert. Hätte natürlich auch schief gehen können. So, er hat sogar die Pille da runtergeschubst. Pheromone, naja. Brauche ich nicht. Oh Gott. Sie kommen von allen Seiten. Gut, dass ich so schnell bin gerade. Okay. Haben wir zumindest schon mal einen getroffen. Ich muss irgendwie... Warte mal. Die machen genug Schaden, dass ich das, glaube ich... Also, ich mache wenig genug Schaden, dass ich das so lohnt. Weil die schon echt gemein sind. Und wenn die mich treffen, mir auch tatsächlich ein ganzes Herzschaden machen. Das will ich nicht.
Das wäre nicht so gut. Ha! Das war gut. Und tatsächlich scheinen große Räume inzwischen mehr Charges wieder zu regenerieren. Das ist sehr, sehr cool. Erstens gut zu wissen und zweitens lohnt sich das dann wenigstens auch große Räume zu machen. Also mehr als vorher. Muss ich nicht so richtig... Also, naja, nicht so richtig gelohnt. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich werde die Dinger nicht einsammeln. Ich bin ja nicht lebensmüde. Ich will sowieso nicht in den Shop. Das heißt, ich gehe da auch nicht lang. Aber da oben waren wir noch nicht. Da gehe ich mal noch hin. Was haben wir denn hier? Ach komm. Das gibt mir sowieso... Also ich kann jetzt mal gucken, ob mir das auch direkt zwei Aufladungen gibt. Weil es ist zwar kein ganz großer Raum, aber es ist zumindest ein größerer Raum. Das war doof, Snizzle. Das hast du auch völlig selbst zu verschulden. Das war schon ziemlich dämlich. Nee, der gibt nur einen. Also sind tatsächlich die anderen großen Räume, die wirklich mehr geben. Au! Dammit. Das ist nicht gut. Ich mache das irgendwie doof. Schießen die eigentlich... Die schießen gerade immer so. Immer diagonal. Die scheinen tatsächlich immer diagonal zu schießen. Das ist... Da sollte ich vielleicht drüber nachdenken oder dran denken. Bisschen Geld. Und da ist der Itemraum. Finally. Oh Gott. Die sind aber schussfreudig hier gerade. Gute Güte. Jo. Komm. Geht ruf. Stürm. So. Da haben wir noch einen Itemraum. Was ist das denn? Der D10. Der Reroll Enemies. Nee, danke. Brauche ich nicht. Will ich auch gar nicht unbedingt. Oh Gott. Die Spinne finde ich nicht gut. Ja, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich erst versuche, den Pup zu töten, weil er da so in meine Richtung gurkte und ich ihn ja relativ schnell tot kriege. Gut, dass wir so schnell sind in dem Fall gerade hier jetzt aktuell. Da können wir nämlich durchaus uns das leisten, hier noch alles erkundet zu haben. Vielleicht sogar zeitlich für trotzdem noch den Challenge Run. Den Time Run. Müssen wir mal gucken. Gördi, oh Gott. Schnell das Buch nehmen. Das explodiert. Das ist tot. So, und jetzt von unten ist das einfacher, dem auszuweichen. Dieses Mal haben wir nicht, wie im letzten Run, das hier noch. Das heißt, wir müssen nicht aufpassen, dass wir nicht zu nah an ihm dran stehen. Das geht also. Man sieht, das ist sehr, sehr viel einfacher so. Sehr, 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 sehr viel einfacher. Macht sie schnell kaputt, bevor... Den bitte auch, bevor er schießt und komischen Mist baut. So, da ist Gördi tot und da ist der tot. Ich kriege eine Pillentasche. Oder eine Coin Purse. Okay, Pheromone. Full Health. Und man weiß es nicht genau. Ich nehme mal, man weiß es nicht genau. Und dann natürlich Full Health mit. Ist jetzt alles nicht schlecht, aber ich will gerade kein Herz ausgeben, weil dann kriege ich mein Herz nicht mehr. So. Wenn wir jetzt sehr schnell sind, wie schnell müssen wir sein? Sehr, sehr schnell wahrscheinlich. No, es geht. 4 Minuten haben wir, um Mom zu töten. Wenn wir natürlich solche Räume mit ihm kriegen, dann ist das schlecht, weil der dauert. Weil er so viel Leben hat. Also ich werde dann wahrscheinlich auch zumindest erstmal nur den Itemraum suchen. Hier, wenn ich den Itemraum habe, dann tatsächlich und schon weiß, wo der Boss ist, dann auch direkt zum Marm gehen. Ich denke, das lohnt sich. Wenn wir den Time Run direkt schaffen, wäre natürlich cool. Da ist sogar auch direkt der... Ach du Schande, warum ist denn der so groß? Ach du Schande, ich will das nicht. Warum ist der so groß? Der soll weggehen. Geh sterben. Hilfe. Ja, da wollte ich eh rein. Oh. Ich weiß nicht, was es ist, deswegen nehme ich es erstmal. Charm Tears? Cool. Ja, komm, wir machen das auch. Es sind zumindest 2. Kaboom. Warte mal. Tim, 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 tim. Flup. Ja, schade. Das vielleicht erwische ich damit noch irgendwas. So, nehmen wir natürlich das Ding wieder mit. Muss ich hier ein bisschen aufpassen, dass ich nicht mich treffen lasse. Nee. Oh. Herzchen, alles voller Herzchen. Ich habe nicht zu viel Chance, dass ich charme, ne? So wie es aussieht, kommen da nicht allzu viele Charms raus. Sie schießen gegeneinander, das ist lustig. Ja. Nicht mich erwischen, bitte, wenn es geht.
So, wen haben wir da hinten noch? Den da, schön. Ich glaube, Petrified Poop ist mir jetzt mal egal. Nehmen wir Faith Up mit. Okay, wenn wir jetzt Mom finden, noch... Ne, und für, vor allem müssen wir sie dann auch töten. Das ist natürlich ein Problem. Das ist einfach nur geisterhaft und man sieht es nicht, ne? Okay. Damit komme ich noch zurecht. Halbwegs. Wie lange sind die eigentlich gecharmt? Krass. Krass, 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 krass. Vor allem kann ich sie zum Glück immer noch verwunden. Alles andere wäre ultra nervig. Au! Das war richtig blöd. Warum habe ich überhaupt gerade... Warum habe ich gerade Geld dafür gekriegt? Ha. Strange. 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 Egal. Duh. Das ist schlecht, wenn die gecharmt werden und alleine sind und sich dann umdrehen und ich sehe dann nichts. Das ist irgendwie doof. Das ist irgendwie ziemlich doof. Ah. Gut, erstmal die eine Sorte töten, das ist immer wichtiger, weil wenn die sich unterschiedlich rumporten, ist das immer ungünstig. Deswegen habe ich jetzt den Engel gerade zuerst getötet. Das macht am meisten Sinn. Oh, Leben. Na, ja, ich glaube, wir schaffen das nicht mehr mit dem Timed Run. Schade. Das wäre natürlich sehr, sehr cool gewesen. Nee, jetzt dauert zu lange, glaube ich, alles. Au! Das war nicht so clever. Ich habe auch genau die falschen Wege genommen gerade, ne? Wenn ich mir das so angucke. Oh, oh. Sie töten sich, sie töten sich, sie töten sich, sie töten sich. Ne, das kann ich vergessen. So schnell bin ich nicht. Ja, auch böse, also fiese Räume dafür gekriegt irgendwie. Was, was geht denn bei dem? Er wehrt meine, also meine Tränen fliegen irgendwo aber anders hin. Stirb, das ist, wie nervig ist das denn bitte? Nicht explodieren jetzt. Doch, tut er sogar tatsächlich. Tour of Hearts, nö, Full Health ist besser. Es scheint vor allem eine legit Full-Health-Pille zu sein und nicht irgendeine, die nur weil ich wenig Leben habe, das Ganze macht. Das ist auch ganz schön, natürlich. Oh, das war blöd, dass ich den dann getötet habe, eigentlich. Pheromone! Hallo. Ja, der schießt ja trotzdem auf mich, wenn keine Gegner mehr da sind. Das ist ja böse. Das wusste ich nicht. Das finde ich nicht okay. Das hier finde ich übrigens gerade auch nicht so richtig okay. Tötet euch alle gegenseitig, bitte. Ich habe das Gefühl, die greifen einfach alles an mit den Pheromonen. Kann das sein? Ja. So. Oh, ein goldener Schlüssel. Cool. Warum nicht? Bringt mir zwar nichts, aber hey. Duh, da ist ja noch irgendwo einer. Hilfe. Ich habe den einen erst gar nicht gesehen. Das war ja finster. Das war riesig, das Stockwerk hier, ne? Krass. Schau doch auf die Stacheln hier. Komm. Sei ein lieber... Ne? Oh, wie geil. Sie fahren sich gegenseitig an. Komm mal darüber. Ich komm dir mal darüber, Junge. Oh. Da ist er auf den Stacheln stehen geblieben. Das war nicht so schön. Für ihn. Für mich war das natürlich schön. Ach du Schande. Hoch und dann direkt nach rechts, ne? Joa. Und dann geht auch alles direkt aus. Ich finde es gut, dass diese Räume trotzdem Charges geben für die Spacebar-Items. Macht schon Sinn, finde ich. Oh Gott, stirb.